Achso. Jetzt, wo der Kirchenglockentimer wieder funktioniert, können wir meine Theorie in Aktion sehen. Lasst uns auf den Kirchenturm steigen. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Tada! Die Kirchenglocke schwingt zuerst in Richtung Stuhl. Catherine war nie in Gefahr. Sie wäre nicht in den Tod gestürzt. Das bedeutet, dass nun der Killer lässt Saunders absichtlich leben? Genau, denn Catherine Saunders ist der Killer. Hey, warte, Kerstl. Ich denke, du musst es mal genauer erklären. Denkt mal nach. Sie wusste, dass Peterman für alle Morde belangt werden könnte, eingeschlossen ihres eigenen. Und wenn sie eines der Opfer war, dann kann sie ja unmöglich der Täter sein. Aber warum war sie hinter dir her? Wie kommst du bei der ganzen Sache ins Spiel? Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, wie wir das rausfinden. Lass uns dem Haus von Frau Saunders nochmal einen kleinen Besuch abstatten. Kapitel 5. Es scheint keiner zu Hause zu sein. Wahrscheinlich ist sie gerade unterwegs, um den Mord an ihrem nächsten Opfer zu inszenieren. Kerstl, du sollst ihr nächstes Opfer sein. Ha, oh ja, richtig. Ich schätze mal, da haben wir ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, das so, ja. Die Kellertüren sind mit Brettern vernagelt. Okay, wenn sie das wirklich ist, ist das arg. Ein Drehknopf. Ui, jetzt dreht er sich nicht mehr. Ui, je, die armen Pflanzen kriegen da keine Luft. Zerrissene Gartenhandschuhe. Aua. Das könnten die giftigen Pflanzen sein, die Saunders bei den Opfer verwendet hat. Dann sollten wir sie nicht mit bloßen Händen berühren. Diese Handschuhe sind zerrissen und kaputt. Sie in diesem Zustand zu verwenden ist lebensgefährlich. So, jetzt habe ich es. Okay. In diesem Regal fehlen einige Blumentöpfe. Na, ich will nicht raus, ich will rein. So, dann machen wir mal schnell das nette Wimmelbild hier. Also so einen Schanigarten möchte ich auch gerne haben, wo jeder Scheiß drinnen liegt. Viel zu viel Klumpert liegt hier. So, was suchen wir denn noch? So, wir suchen gar nichts mehr. Eine Heckenschere. Okay, tut mir leid. Ich hab gedacht, wir suchen noch was. Heckenschere, Pflanzen, zack, zack, schnipp, schnipp. Dann haben wir ein Beil. Und ein rotes Rosenblatt. Das Beil können wir verwenden, zack, um hier, zack, das Holz zu zerstören. Schwuppsdiwupps, und somit können wir hier rein, weil vorne ist es ja zu. Ui, ouch, alles im Grill ist zu heiß, um es anzufassen. Ich muss einen Weg finden, um es abzukühlen. Jo, mit Gartenhandschuhe anfassen, ne? Wurscht. Martin Peterman, Studentennummer, E-Mail-Adresse, Verlagsfirma, Adresse, bla bla bla. Peterman war Praktikant bei MBH, der gleichen Firma, bei der auch Saunders arbeitete. Da müssen sie sich kennengelernt haben. Sieht so aus, als ob sie seine Bewerbung gefunden hat und ihn damit ausfindig gemacht hat. Ich weiß nicht, welche Nummer ich wählen muss, um die Lichter anzuschalten. Werden wir eh dann später herausfinden. Okay, Sandra Oderler, Advanced Storytelling Techniques, Ausleitdatum. Samuel Myers, okay, verdächtig viel Samuel Myers. Das ist ein Bibliotheksausweis der Bibliothek, in der Myers entführt wurde. Ich schau mal, er hat sich mehrmals ausgetragen. Myers hat wahrscheinlich für sein Buch recherchiert. Wenn Saunders seine Trips in die Bücherei überprüft hat, wusste sie, dass er abends da allein sein würde und ihr somit hilflos ausgeliefert wäre. Oh, und einen Schlüssel haben wir auch noch, einen Kofferschlüssel. Die Tür der Waschmaschine lässt sich nicht öffnen, bis ich das Wasser abgelassen habe. Da fehlt ein Gummischlauch. Der Kontrollknopf fehlt. Ja, was für ein Wunder, wir haben einen. Okay, was blinkt denn da so? Da blinkt was. Tja, vom Opfer zum Verdächtigen. Ne? So schnell kann's gehen. Schmutzige Stiefel. Der Matsch an diesen Stiefeln passt genau und passt ganz und gar nicht zu dem, was sie beim Haus gesehen haben. Du hast recht, die Farbe und die Konsistenz sind anders. Wir sollten zum Labor fahren und einige Tests durchführen. Gute Idee. Wenn wir feststellen können,
wo die Erde her ist, finden wir auch heraus, wo sich unser Killer versteckt. Na gut, dann gehen wir halt ins Labor. Reden mit ihr. Leni, kannst du uns helfen, diese Bodenproben zu untersuchen, die wir an diesem Paar Stiefel gefunden haben? Wir haben sie in Katrin Saunders Haus gefunden. Ich denke, sie ist möglicherweise der Killer. Kessel, du hattest ja schon öfter so komische Vorahnungen, aber damit schießt du wirklich den Vogel ab. Bitte hilf uns, Leni, du bist unsere einzige Hoffnung. Nun ja, da ihr so nett gefragt habt, wie könnte ich da Nein sagen? Bring das Beweisstück zum Mikroskop und wir testen es dort. So, eine Pinzette haben wir gefunden. Eine Probe der Erde muss... Bodenprobe. Und auf einen Objektträger gebracht werden. Entnimm eine Probe der Substanz. Bring die Substanz auf einen Objektträger und untersuche sie unter dem Mikroskop. Ja, Objektträger. Das ist ein Objektträger, oder? Oder soll ich das Rosenblatt nehmen? Ja, ich brauche einen Objektträger. Oder finde ich die da nirgendwo? Sondern nur draußen hier irgendwo. Nö, muss ja da sein irgendwo. Da habe ich schon 10.000 Mal draufgeklickt, die ist mich ja verarschen. Anscheinend. Analysiere schneller. Die Erdprobe stimmt mit der Konsistenz des Bodens überein, den man im Lagerhausviertel findet. In der Gegend gibt es eine riesige Lagereinrichtung. Sie hat dort vielleicht einen Lagerraum gemietet und als ihr Versteck genutzt. Ich vermute, dass das genau das ist, was sie gemacht hat. Da gibt es nicht viele Leute. Es ist ziemlich leicht zu erreichen und solange sie ihre Miete bezahlt, wird niemand kommen, um bei ihr rumzuschnüffeln. Sieht aus, als würden wir auf Lagerraumjagd gehen. Oh, das habe ich fast vergessen. Hier ist eine Telefonnummer, die ich bei Peterman fand, als wir ihn für die Autopsie ins Labor brachten. Vielleicht kann sie euch in diesem Fall helfen. Ja, kann sie. Und zwar, ich gehe nochmal ins Haus von ihr. Acht, null, vier. 6, 3, 9, 7, 3, 1, 5. Was? 8, 0, 4. Brauchst du die Telefonnummer, nur eine Nummer, um jedes Licht einzuschalten? Was? Ja. 6. Ach so. 6. 3. 9. Okay, 8. 0. 4. Was tut das jetzt? Nix. 7, 3, 1, 5. Verstehe ich jetzt nicht. Wähle eine Nummer mit dem Telefon, um die A, B und C Lichter anzuschalten. Du brauchst nur eine Nummer, um jedes Licht anzuschalten. Ach so. 6, 3, 9. 7, 3, 1, 5, 8, 0, 4. Hä? Wenn du eine falsche Nummer wählst, gehen alle Lichter aus und du musst von vorne beginnen.
4. Dank Damm. Achso, vielleicht ist das gar nicht in der richtigen Reihenfolge. 3. Eins? Nö. 8, 0, 4, 3, 5. Nö. Jetzt check ich's. Ich glaube, ich muss alle eingeben. Okay, 1 war es nicht und 5 war es nicht. Dann kann es nur 7 oder 3 sein. Okay, 7 war es auch nicht. 8. 0, 4, 3, 3. Okay. 8, 0, 4, 3, 1. Was? Also jetzt checke ich gar nichts mehr. 8, 0. 4, 3, 9. Nö. 8, 0, 4, 3, 5. Okay, das Grundprinzip haben wir ja verstanden. Wir überspringen es einmal. Und wir kriegen einen Lagerraumschlüssel. Mit dem. Kann ich hier sonst noch was machen? Ja, den Schlauch, genau. Lagerraum. Okay Leute, seid wachsam. Die Höhle des Löwen, glaubst du, wir finden sie hier? Möglicherweise, mit Hilfe ist, mittlerweile ist Petermans Tod in allen Nachrichten. Sie weiß, dass wir dicht auf den Fersen sind. Sie könnte noch einmal hierher kommen, um Spuren zu verwischen und dann aus der Stadt fliehen. Ryan, Esposito, ihr sucht die Umgebung des Komplexes ab. Kestler und ich werden Sandras Lagerraum suchen. 2169. Steht ja auf dem Schlüssel oben. Oh, Kohleautomat. Ui. Was? Ich benötige 2 Dollar, um eine Soda zu kaufen. Oh, ich will einen Kohle, ich will einen Soda. Oh, Taschenmesser. Mein Arm ist nicht lang genug, um den Blumentopf zu erreichen. Schade eigentlich. Gehen die Handschuhe? Geht das Taschenmesser? Nö. Schloss. Aufmachen. Wir können in das Haus, wir können da rein. Okay. Ich muss hier etwas reinlegen, was die Farbe des Lichtes verändert. Rot. Dann brauche ich hier was Gelbes und hier was Blaues. Ganz einfach. So einfach ist es. Sehr einfach, ja. Wasserschierling. Gefährlich. Bla bla bla. Oleander. Ihr könnt es euch ruhig durchlesen. Hier stehen Informationen über giftige Pflanzen und welche Wirkung sie auf den Menschen haben. Das erklärt natürlich das große Gartengewächshaus. Jo, genau.